verdutzt vom Fahrrad ab und tappt in das Glas. Das ist ein Karren, wie ich ihn mag, er überrascht mich jeden Tag. Und plötzlich hoch es nicht zu knapp, im Grase nach Gras. Oh, Görlitzer Park, der so viel verbarg. Dort, wo man froh mit Drogen dealt und mit dem Staat Verstecken spielt. Keiner ruft, das ist ja arg, im Görlitzer Park. Ich stapfte froh durch Hundekot, da färbte sich mein Hemd ganz rot. Und plötzlich fand ich einen Dolch bei ihr in der Brust. Ich steckte wohl, okay, ich ahn's, kam zwischen zwei Familienclans, hätte ich doch vorher nur von solchen Bräuchen gewusst. Oh, Cottbusser Tor, arabischer Chor. Nur vordergründig ist es laut, dann wird auch manchmal still geklaut, vor Shisha-Bar und Handystore am Cottbusser Tor. Fröhlich kannst du wandern hier in Berlin, unserer geilen Riesen-WG. Da sind doch die anderen Städtekopien, keine Chance, den Champs-Élysées. Ich ging des Nachts und dachte laut, hier ist ja ziemlich eng bebaut. In so einem Quader könnte ich mich nie konzentrieren. Bezahlbar, ob man hier gewiss, so mancher Klotz hat einen Riss, ist etwas schief und sicherlich nicht leicht zu sanieren. Oh, Holocaust mal, Problemareal. Wo sanft um deine Ohren saust, der kalte Wind des Holocaust, ein Schatz aus Stamm, Beton und Stahl, das Holocaust mal. Oh, Prenzlauer Berg, oh, Mutter mit dem Zwerg. So schwäbisch klingt hier jeder Satz, am Latte Macchiato Platz, dass ich Berliner gar nicht merk im Prenzlauer Berg. Oh, Berlin, oh Berlin, voll Paradoxien. Wo gar nichts geht und alles passt, wo keiner trägt des anderen Last, man kann dich niemals umerziehen, beklopptes Berlin. Berlin, oh Berlin, wo sich ein jeder im Akkord mit Leichtigkeit ins Leben schnort, mit Kokain und Aspirin und ganz viel Berlin. Oh, Berlin, oh Berlin, Kritik und Pletin gehen ohne Termin so gern zum Späti. Die Müllbehälter sind geputzt, weil kein Berliner sie benutzt. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, ich liebe Berlin. Exkurs, kommen wir wieder ins Kabinett zurück. Da gibt es auch ein paar unauffällige Leute. Zum Beispiel den Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Den sehen wir hier und man sieht gleich, also verlegenes Grinsen, so ein bisschen hölzern, uncharismatisch, fast belanglos. Also den müssen Sie sich einfach nicht merken. Aber die rote Krawatte steht ihm ganz gut. Ja, auch noch ein anderer blasser Kollege ist Christian Lindner, der Vize-Vize-Kanzler. Darauf legt er Wert, hat er sogar in die Geschäftsordnung der Bundesregierung reingeschrieben, dass er unbedingt die Nummer 3 ist, nach den beiden anderen, Scholz und Habeck. Vize-Vize, das gab es doch mal von wie heißt er, Helge Schneider gab es doch mal dieses Lied, Vize-Vize-Fatzke, das ist er. Er verwaltet den Etat, aber hat nicht so viel zu sagen. Und der arme Lindner, das ist irgendwie schade, weil er wollte ja aus der letzten Regierungsbeteiligung der FDP lernen. Damals unter Westerwelle und Rösler 2009 bis 2013, es ging ja ein bisschen schief, wie wir wissen. Und der Westerwelle hatte damals gesagt, so, Finanzen, das kann die CDU machen, ich will Außenminister werden, dann bin ich beliebt und die FDP soll das Wirtschaftsministerium kriegen. Und der Rainer Brüdere damals, auch sehr erfolgreich. Und wer hat dann in der ganzen Regierung geglänzt? Wolfgang Schäuble als Finanzminister. Und jetzt hat Lindner gesagt, so, Außen- und Wirtschaft sind mir egal, ich werde Finanzminister. Und wer sagt jetzt die Lorbeeren ab? Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck. Also vielleicht liegt es auch einfach nur an ihm.
Aber er hatte tatsächlich ja auch einen schönen Moment in diesem Sommer. Er hat geheiratet auf Sylt. Eigentlich wollte er in der Toskana heiraten, aber Scholz hat gesagt, beziehungsweise das BKA hat gesagt, nein, das geht nicht, Sylt. Aber es ist echt tragisch, das Privatleben muss man dann tatsächlich so unterordnen. Am Ende, ich hatte schon Angst, dass er am Ende auf Weisung von Scholz noch die Lambrecht heiraten muss. Die deutsche Antwort auf die Macrons. Nee, und dann haben wir natürlich noch Robert Habeck, der in der Welt herumreist, hier gerade auf einer Erdgasverkostung in Katar. Ja, für ihn als Grünen ist das wirklich ein reinigendes Erlebnis, sogenannte Katharsis. Aber mich bescheicht der Verdacht, dass sie ihn da bescheichen. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, das ist ja ein Polizeistaat, heißt ja Emir und die Detektive. Ja, aber tatsächlich, also da kommt die WM ja hin in zweieinhalb Monaten. Da weiß man ja nicht, wenn geköpft wird, ob da quasi ein Tor gefallen ist oder einer vom Platz gestellt wurde. Das weiß man nicht. Wenn Sie sich ein bisschen wundern, zu dem Zeitpunkt, als dieses Foto entstanden ist, galt in Katar eine FFP2-Torwartpflicht. Wenn ich mir diese ganzen Autokraten auch weltweit, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, weltweit anschaue, das ist doch eigentlich ein schönes Geschäftsmodell, also für einen selber. Und das, was ich hier mache, ist ja auch alles schön gut, Kabarett, dieser ganze Quatsch, aber richtig Geld kommt dabei nicht. Und deswegen werde ich jetzt umschulen, werde auch Autokrat. Schon als Baby lernte ich das laute Brüllen und regierte meine Eltern mittels Drucks. Meine Mutter musste mich und meinen Willen stillen. Was ich wollte, das bekam ich flugs. Mama, Papa, schwingt für dies und das die Hufe. So schritt ich am Babyfon zum Diktat und dachte, wunderbar, das mache ich zum Berufe. Wenn ich groß bin, werde ich Autokrat. Autokraten haben's gut, man befiehlt, was jeder tut. Und was übermorgen Mode ist, das geht auch von mir alleine aus. Und ich kriege viel Applaus und ich schreibe jeden Morgen ein Dekret. Super, weiterhin dann meine tolle Vita. Bald erweiterte ich mein Imperium. Schikanierte alle Kinder in der Kita. Und wenn's Ärger gab, dann stellte ich mich dumm. Das hat Leon und Marcel noch nicht gehauen. Zudem planten sie auf mich ein Attentat. Und ich begriff, man muss sich Dreistigkeit nur trauen. Wenn ich groß bin, werde ich Autokrat. Autokrat sein, das ist toll. Man befiehlt, was jeder soll. Und kann alle Gegner ins Gefängnis tun. Wenn mir etwas nicht gefällt, schimpfe ich auf die ganze Welt. Und egal, was ich auch tue, ich bin immun. In der Schule saß ich rechts und mancher blieb links. Ich erstattete den Lehrern stets Bericht. Im Rechtsstaaten fand ich prima und mein Lieblingsfach war Erdkunde und Wertkunde war Pflicht. Ich leitete die Wahl zum Klassensprecher, hatte ausgefüllte Zettel stets parat. Ich siehte hoch und dachte mir, das geht noch frecher. Wenn ich groß bin, werde ich Autokrat. Autokrat, so viel ich weiß, ist der neue heiße Scheiß und die Wahlzettel sind haltbar sicherlich. Denn schon bei der nächsten Wahl schmeiß ich alle noch einmal in die Urne und heraus kommt wieder ich. Meine Lehrer und der Rektor waren gedungen, durch Bestechung trug man mich zum Abitur. Vorher hatte ich 3-4 Klassen übersprungen, alles fragte sich, wie macht der Typ das nur? Ich konnte mich in den Schulcomputer hacken, die 1-0, die ich mir gab, war moderat. Doch der Trojaner, den ich da ließ, sorgt für Schrecken, wenn ich groß bin, werde ich Autokrat. Autokrat sein, das ist schick, man frisst sich an Folge dick, ist mit Staatschefs aller Welt auf Du und Du. Und das eine Parlament hat zusammen erkennt, wer nicht mitmacht, sitzt woanders drin im Blu. Jetzt hab ich mich an der Uni eingeschrieben, aber Wissenschaft ist meine Sache nicht. Denn ich finde, man muss sich auch nicht übertrieben an die Fakten halten, über die man spricht. Ich such Bullshit, der mir passt im Internette, druck ihn aus und nenn das ganze Referat. Das glauben alle und ich halte jede Wette. Wenn ich groß bin, werde ich Autokrat. Autokrat sein ist der Hitler, der ist dagegen schickt. Man muss nicht qualifiziert sein für den Job. Was ich brauche, ist eine Partei und ein bisschen Schummelei und gelegentlich den Pöbel und den Mob. Dann regiere ich ein Land und bin weltweit gut bekannt. Für die Geschichte dreh ich gerne mal am Rad. Mir und meinem Machtgeflecht lege ich das Recht zurecht. Wenn ich groß bin, dann werd ich Autokrat.
eine frohe Botschaft zu vermelden und die kennen Sie auch schon, denn Sie sind ja alle Einwohner von Baden-Württemberg, dem tollsten Bundesland. Das müssen wir natürlich auch nach außen tragen. Sie wissen, wovon die Rede ist. Selent! Ja, ist doch geil, oder? Und ich finde, 21 Millionen Euro können nicht irren. 3 Millionen pro Buchstabe, also nachher lassen wir auch den Hut rumgehen, dass da wieder was reinkommt. Ja, das wurde uns ja zum 70. Geburtstag geschenkt, dieser neue Slogan. 70 Jahre Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ja das erste neue Bundesland. Also auch das haben wir Ostdeutschland voraus. Wir sind ja 1952 gegründet worden aus den drei Bundesländern Baden-Württemberg, Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern. Kann man sich wunderbar merken. Man hätte eigentlich sogar, ich finde, man hätte beim Landesnamen noch mehr draufsatzen müssen. Man hätte also Baden-Württemberg-Hohenzollern hätte es ja heißen müssen. Das wäre aber die Mariaakte Stadt Zimmermann unter den Landesnamen gewesen. Hat man dann weggelassen. Aber ganz im Ernst, das ist doch eine Zwangsehe gewesen, die damals geschlossen wurde. Von Bonn aus wurde das ja quasi durchgedrückt, auch durch verschiedene Verfahrenstricks. Das Bundesverfassungsgericht gab es ja damals gerade erst, kurz nach ihrer Gründung, und haben gesagt, ach, was ist hier? Ach, dann winken wir es mal durch. Und dann schon war das Land gegründet. Also könnte man heute tatsächlich auch nicht mehr so machen. Aber eine Zwangsehe tatsächlich eine oder die einzige Zwangsehe, die am Ende Erfolg gebracht hat. Und wir haben ja jetzt auch zum Landesjubiläum einen neuen Ehrenbürger bekommen, das haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, und zwar Volodymyr Zelensky. Hier vor dem amtlichen Emblem. Aber nochmal zur Schriftart, also das ist ja auch interessant, was das für eine Schriftart ist, die heißt nämlich Referenzgrotesk. Und sowas kann man nicht ausdenken. In London wurde ja vor einiger Zeit auch die erste Landesvertretung eines deutschen Bundeslandes eröffnet, heißt natürlich jetzt nicht mehr London, sondern Landen. Und seitdem fahren da Taxis und Busse mit diesem Slogan herum. Also da wundern sie sich natürlich. Aber ich denke mir auch manchmal, wenn ich unseren Ministerpräsidenten sehe, denke ich mir auch manchmal, der Igel hat landet. Naja, aber ehrlich gesagt, also ich höre das ja, wenn ich außerhalb von Baden-Württemberg bin, täglich, dann machen sich die Leute über unsere Sprache lustig. Also das Schwabenbashing ist ja uralt, das interessiert uns ja überhaupt nicht mehr. Wenn man es genau nimmt, das Schwabenbashing ist ja fast 250 Jahre alt. Ein Fall namens Friedrich Schiller, der dürfte Ihnen bekannt sein, Friedrich Schiller. Der ist ja 1782 aus Stuttgart geflohen nach Mannheim, was damals zum Glück noch Ausland war. Und da hat er dem dortigen Theaterintendanten aus seinem neuen Stück, dem Fiesco, vorgelesen, weil er das da spielen wollte. Wurde dann aber zum Fiasko, weil der Intendant gesagt hat, hey, okay, also wir rufen Sie an, tschüss. Aber er hat gesagt, lassen Sie das Manuskript noch mal da, ich schaue noch mal rein. Ja, und dann hat er das nachgelesen. Super, fand es ganz toll und hat es gespielt. Riesenerfolg. Was war passiert? Schiller hat einfach in so grässlichem Schwäbisch deklamiert, dass es nur hässlich klingen konnte. Und ich finde, deklamieren ist auch so ein Wort, was ich nur im Zusammenhang mit dem Schwäbischen kenne, oder? Deklamieren. Ich bin neulich in der Nähe von Stuttgart aufgetreten, ein bisschen kleinerer Saal, und dann habe ich gefragt, wo ist schon mein Mikrofon? Sagt der Veranstalter, mir hängt euch, wir müssen sparen. Aber wenn wir ein bisschen deklamieren, dann geht's. Ja, und dann habe ich deklamiert und dann ging es. Also, das stimmt dann auch tatsächlich. Wissen Sie eigentlich, wie der Vorgänger-Slogan von diesem, also natürlich wissen Sie es, das hat uns ja, glaube ich, insgesamt 20 Jahre lang begleitet, der andere Slogan? Richtig, wir können alles außer Hochdeutsch. Und genau das wurde ja dann mit dem neuen Slogan auch wieder bewiesen. Also tatsächlich, weil es auch noch Fehler beinhaltet hier. Alice natürlich. Unser Fach ist Alice. Nein, aber Englisch können wir ja wirklich sehr, sehr gut mit Zelensky, denn wir haben ja vor 40 Jahren schon einen Landesvater gehabt, der ja, wie wurde der genannt? Clevere. Ja, weil er immer ganz kreativ mit öffentlichen Geldern umgehen konnte, die dann plötzlich nicht mehr öffentlich waren. Das war damals Lothar Leth. Und sein Nachfolger ist natürlich noch Anglophiler gewesen, Günther Oettinger. Entschuldigung. Günther Oettinger. War in der Geburt getrennt.
Ja, und der war ja Ministerpräsident und später EU-Kommissar. Und da gab es, als er EU-Kommissar war, gab es einen Staatsbesuch von Donald Trump in Brüssel. Und da hat sich Günther Oettinger sehr darüber gefreut, denn zum ersten Mal sprach Günther Oettinger besser Englisch als sein Gegenüber. Und auf Donald Trumps Slogan America First antwortete Oettinger: America First setzt nur maximal Second. Oder Third. Ist tatsächlich so überliefert, ja. Aber nochmal zu diesem Slogan, ich komme davon nicht los, ich finde den so richtig toll, oder? Es klingt auch so souverän. Also da fehlt eigentlich nur noch die Declaration of Independence. Es wäre dann der Schmexit, aber gut, das lassen wir besser sein. Das lassen wir sein, weil sonst könnten wir uns ja auch nicht mehr, wenn wir auch unabhängig wären, könnten wir uns ja nicht mehr über die anderen Bundesländer erheben. Aber 2022, wie gesagt, Jubiläumsjahr, und ich glaube, der Landesvater Kretschmann hat auch, wie man es bei einem 70. Geburtstag so üblicherweise macht, auch ein Geburtstagsgedicht deklamiert, und das hieß wahrscheinlich kaum zu glauben, aber Barcelona, der reicht schon 70 Jahre. Oder wenn man es wirklich auf Englisch machen würde, dann würde man natürlich sagen, es ist wahr, schwer nicht glauben, mir ist, der reicht schon 70 Jahre. Naja, also jedenfalls möchte ich zum Ende des Programms auch mal nochmal in die Zukunft blicken. Ich war ja, wie gesagt, mit einer Zeitreise im Jahr 2038 und habe da einen neuen Landesslogan mitgebracht, und den kann ich Ihnen jetzt hier schon mal ganz geheim präsentieren, und zwar Welcome to Bavaria. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Das war's von mir. Vielen Dank, dass Sie da waren. Tschüss. Zaster schön ins Trockenen gebracht, wo kein anderer kein Kataster schöpft, den Witz ist im Verdacht. Ich bin eine grüne Wanderin, die ich überließ, und ich müde sie zu den anderen in mein Steuerrad. Dort hat mich die Sicht entfaltet, wildes Fieber war entscheidend, und ich kann den Dienst behalten, ungekürzt für mich allein. Deine Fehler lebt asketisch, ohne Wohle, ohne Dach. Sie braucht sie mehr theoretisch, bloß im Briefkasten einfach. Dort hat beides so gut machbar, man verkommt wie seinen Sitz. Berlusconi ist mein Nachbar, Trump wird gleich im Nebenschlitz. Und ich rate einen jeden, buche Urlaub für dein Geld, denn die Steuererden sind verstreut und alle weg. Beispielsweise hab ich die Cayman und die Schweiz noch nicht entdeckt. Auch die Flugverdienste lebens und das Geld bleibt unbefleckt. Auch Antigua und Barbuda, Singapur, die Mongolei, Vanuatu und Bermuda und Guam sind mit dabei. In Bahrain zahlst du in Bahrain, in Samoa und Taiwan. Auch Aruba ist ganz klar ein Paradies, so wie Oman. In Chihuahua und in Gibraltar, Neu-Hebri, VAE und Marshallinseln, Malta, Barbados und Niue. Trinidad und Nicosia, die Verhör und Curaçao, aus St. Kitts und St. Lucia, Nauru, Macau und Macau. Doch die ganze Kohle fällt sie dir wieder drauf. Gute Schwester, Auto, Hunde, ja, das war ich auch. Ein paar böse Leute konnten finden, was der Staat nicht ging. Wer nicht konnten, sollten, wurde ich gewinnt. Ja, mein Geld ist sicher freilich, aber immer nicht so smart. Und mit Bullen sei ich sicher, wie mein Geld verwahrt. Auf die Wiese flüg ich gern, ist nicht wahr, noch nie da, doch die geht in weiter Ferne.